Ja, vielen Dank für die Möglichkeit bzw. die Gelegenheit, hier auch nochmal in dem Rahmen am Tag der Lehre den Bereich Diversity Management vorzustellen. Vielen Dank auch für die nette Einführung meiner Person. Ich möchte anfangen, Ihnen, wie gesagt, den Aufgabenbereich so überblicksartig wie möglich darzustellen. Dann möchte ich noch auf das laufende Diversity Audit, was schon durch die Frau Klei erwähnt worden ist, eingehen, auch mit Bezügen zum Bereich Lehre. Und dann nochmal konkreter werden und Ihnen exemplarisch einige Aktivitäten, Maßnahmen in den verschiedenen Feldern des Diversity Managements vorstellen und zum Schluss nochmal auch kurz auf Anforderungen und die Chancen einer diversitätssensiblen Lehre eingehen. Beginnen möchte ich kurz mit einem rechtlichen Rahmen. Und zwar in Deutschland sind die Hochschulen verpflichtet, bestimmte Diversitätsdimensionen besonders zu berücksichtigen. Neben dem gesetzlichen Auftrag zur Gleichstellung der Geschlechter sind die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderung, mit Kindern sowie die Belange von internationalen Studierenden aktiv zu berücksichtigen, um dadurch eben einen gleichberechtigten Zugang und Teilhabe im Studium zu gewährleisten. Auf der Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und auch als Mitglied der Charta der Vielfalt, den die FAU 2012 unterzeichnet hat, ist es auch ein Ziel der FAU, Diskriminierung abzubauen, um Chancengleichheit und Teilhabe in der Hochschule und in Wissenschaft zu ermöglichen, unabhängig davon, ob die Individuen einen internationalen Hintergrund haben bzw. Migrationserfahrungen, Care-Aufgaben übernehmen, beeinträchtigt sind oder eben die familiäre Hochschulerfahrung zum Beispiel fehlt. Das wäre sozusagen der gesetzliche Rahmen. Es gibt inzwischen allerdings in einigen Bundesländern auch in den Hochschulgesetzen den konkreten Auftrag zur Diversität bzw. die Einrichtung des Aufgabenbereichs Diversity Management, so zum Beispiel in NRW und in Schleswig-Holstein. Wir in Bayern sind noch nicht so weit, will ich mal vorsichtig sagen, aber vielleicht kommt das ja in naher Zukunft auch auf uns zu. Aber nicht nur natürlich der gesetzliche Rahmen bildet den Handlungsbedarf ab, sondern auch gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die wir alle miterleben, sprich Migration, Globalisierung und natürlich der demografische Wandel, führen zu einer steigenden Diversität in der Bevölkerung und zu einem Wandel der Lebenslagen. Das heißt, Diversität prägt heute, aber wird auch in Zukunft unsere Gesellschaft wesentlich prägen. Die Hochschulen sind natürlich nicht davon ausgeschlossen, so wie auch andere gesellschaftliche Teilbereiche. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, wir werden älter, weniger und vor allen Dingen aber auch bunter. Und da kommen wir sozusagen wieder zum Punkt Diversität. Eine Strategie, um mit diesen gesellschaftlichen Herausforderungen, die ich vorhin genannt habe, umzugehen oder denen zu begegnen, ist eine Antwort darauf Diversity Management. Das heißt, so viel wie einen produktiven, konstruktiven Umgang zu finden, um mit dieser Vielfalt umgehen zu können. In den verschiedenen Organisationen und Einrichtungen, in dem Fall oder in unserem Fall auch in der Hochschule. Jetzt möchte ich Ihnen über eine grafische Darstellung überblicksartig die Handlungsfelder an der FAU im Bereich Diversity Management darstellen, aber auch natürlich das Selbstverständnis und die Zielsetzung der FAU. Sie sehen, seit 2012 ist der Bereich Diversity Management im Büro für Gender und Diversity angesiedelt an der FAU. Das Selbstverständnis ist geprägt von einem Verständnis, das Vielfalt als Chance und Potenzial aufnimmt, so wie hier eben heute auch der Titel dieser Veranstaltung. Und die Förderung von individuellen Potenzialen der Angehörigen stellt natürlich auch ein wichtiges Ziel dar. Aber um eine freie Entfaltung eben dieser individuellen Potenziale zu sichern, muss die FAU sozusagen Rahmenbedingungen für eine diskriminierungsfreiere
Studien- und Arbeitsumfeld sicherstellen. Da sind wir auch im Rahmen des Audits, da komme ich später auch nochmal ein, auch sozusagen auf dem Weg und haben den Themenbereich Antidiskriminierung einen strategischen Schwerpunkt gesetzt. Die FAU ist darüber hinaus auch in bundesweiten Netzwerken gut vernetzt. Einmal auf Arbeitsebene und einmal auf Leitungsebene. Diese Plattformen werden genutzt, um gegenseitig sozusagen sich zu befruchten in den unterschiedlichen Handlungsfeldern, in Strategien, aber auch sehr gut für die Reflexion der internen bisherigen Arbeit an der FAU. Seit 2012 sind vielfältige Projekte und Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen übergreifend, aber auch zielgruppenspezifisch umgesetzt worden. Orientiert an den strategischen Schwerpunkten sehen Sie in der Grafik die zentralen Handlungsfelder sowie aber auch die Diversitätsdimensionen. Das heißt, in der Mitte, in dem großen Kreis, sind die Diversitätsmerkmale und drumherum sozusagen die Wirkungsfelder bzw. Handlungsfelder. Lassen Sie mich kurz exemplarisch, damit das ein bisschen plastischer wird, nochmal einige Maßnahmen oder auch Angebote zu diesen Handlungsfeldern nennen. Im Bereich der Organisationsentwicklung zum Beispiel ist es sehr wichtig, und das hat die FAU so umgesetzt, die strukturelle Verankerung nämlich dieses Bereichs Diversität bzw. Chancengleichheit auf der Ebene der Universitätsleitung zu verankern. In der Person von der Vizepräsidentin Frau Klei, die Diversität und eben Chancengleichheit in ihrem Portfolio hat. Dann ist es auch im aktuell überarbeiteten Gleichstellungskonzept der FAU verankert. Die Unterzeichnung der Charta ist so eine Maßnahme in Richtung Organisationsentwicklung und auch das laufende Diversity Audit. In der Forschung haben wir Forschungstage umgesetzt zu den verschiedenen Forschungsprojekten zu den Themen eben Gender und Diversity an der FAU. Es gibt ein relativ neu gegründetes interdisziplinäres Zentrum, auf das ich später noch mal ein bisschen näher eingehen werde. Im Bereich der Service und Beratung sind umfassende Informations-, Beratungs- und Förderangebote teilweise zielgruppenspezifisch, aber teilweise auch übergreifend eingerichtet worden. Der Themenschwerpunkt Lehre und Studie werde ich natürlich noch mal ausführlicher darauf eingehen. Jetzt eine weitere Folie, wo Sie noch mal die konkreten Angebote sehen im Büro für Gender und Diversity, wo eben der Bereich Diversity Management angesiedelt sind. Neben vielen konzeptionellen Aufgaben sind natürlich Angebote auch vor allem auf der operativen Ebene. Sie sehen ein Informations- und Erstberatungsangebot zu verschiedenen Themen. Ich möchte noch auf ein Projekt exemplarisch eingehen, das ist das Diversity Scout. Sie sehen das unter Projekte und Veranstaltungen. Es ist ein Projekt aus Quiz 2, ein Projekt von Studierenden für Studierende, das meine Kollegin Judith Holland leitet. Die sogenannten Diversity Scouts sind studentische Ansprechpartner eben für Studierende in vielfältigen Studien- und Lebenssituationen in den Fakultäten und sollen den Studierenden insbesondere bei ihrem Einstieg ins Studium unterstützen und auch für eine gegenseitige Vernetzung dieser Studierenden sorgen. Wie kann die Unterstützung aussehen oder wie sieht sie aus? Ist einmal bedürfsorientierte Informationen zu vermitteln zu den vielen, vielen verschiedenen Beratungsangeboten, Anlaufstellen der Universität, natürlich auch zentrale studienbezogene Stellen und Ansprechpartner zu verweisen und auch Tipps zur Orientierung im Hochschulalltag und im Studium zu vermitteln. Kommen wir zum Diversity Audit. Was ist dieses Audit und was verfolgt eigentlich die FAU mit dem Audit? Das Audit ist, wie Sie sehen, eine Initiative des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Zielsetzung ist es eben, die Hochschulen darin zu begleiten, eine Diversitätsstrategie zu entwickeln bzw. zu implementieren, um mit den vorhin auch schon genannten Herausforderungen der Vielfalt, der Studierendenschaft und der Beschäftigten konstruktiv umzugehen. Dabei begleitet und berät dieses Audit im Rahmen einer externen Moderation die Hochschulen.
bestimmte Strukturen, Instrumente und Angebote für Studierendengruppen zu konzipieren und diese Gruppen natürlich dann auch zum Studienerfolg zu führen. Das heißt, die Zielgruppe in erster Linie dieses Audits sind Studierende, wobei auch weitere Zielgruppen wie eben der Personalbereich eingezogen werden sollten. Elemente des Auditierungsverfahrens, es geht um Organisationsentwicklung, aber auch im Rahmen von einer kollegialen Beratung, eben durch die fachliche Begleitung einer externen Moderatorin. So sollen im Auditierungsprozess Gespräche und Reflexionen mit den unterschiedlichen Akteuren der Hochschulen stattfinden, also Hochschulleitung ist vertreten, natürlich die Studierenden, Beschäftigten und die Fachbereiche. Nach erfolgreichem Ablauf dieses zweijährigen Audits erhalten dann die Hochschulen ein Zertifikat, das dann 3 Jahre Gültigkeit hat. Die FAU ist mit weiteren 9 Hochschulen seit September 2016, wie gesagt, in diesem Audit und befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase von unterschiedlichen Maßnahmen. Verantwortet wird das Audit von der Vizepräsidentin Frau Klei auf Universitätsleitungsebene und auf Arbeitsebene von mir als Projektleitung. Weitere wichtige Mitwirkende begleiten diesen Prozess aus dem Bereich, wie gesagt, der Fakultäten und den Fachbereichen, Vertreter der Studierendenvertretung, bestimmte Funktionsbeauftragte, wie zum Beispiel der Diversity-Beauftragte, Herr Pieske, der ja auch heute den Abschlussvortrag halten wird, natürlich Funktionsträger wie der Behindertenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, der Bereich Lehre und Studium, vertreten durch Herrn Henning und Herrn Schulz im Audit. Das sind sozusagen der Kreis der Mitwirkenden in diesem Auditierungsprozess. Handlungsfelder, Sie sehen es auf der Folie, sind mehrere, wobei die ersten beiden vom Stifterverband vorgegeben sind und die Hochschulen sich aber ein weiteres Handlungsfeld aussuchen dürfen. Und die FAU hat sich für das Handlungsfeld interne, externe Kommunikation und Partizipation entschieden, bei der es einerseits um die Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit des Bereichs Diversity Management geht und aber auch einer Diversity-sensiblen Außendarstellung der FAU insgesamt. Und andererseits aber auch die Durchdringung dieses Themas Diversity in der organisationalen Struktur der FAU. Das heißt, um einen stärkeren Einbezug der verschiedenen Ebenen und auch der unterschiedlichen Statusgruppen und eine Verbesserung der Kommunikation und Partizipation auf den unterschiedlichen Ebenen. Was sind jetzt die Ziele bzw. die strategischen Schwerpunkte des Auditierungsverfahrens der FAU, das heißt, was möchte die FAU eigentlich mit diesem Audit erreichen, denn wie gesagt, wir starten an der FAU ja nicht neu mit dem Bereich Diversity Management, sondern haben sozusagen jetzt mittlerweile 5 Jahre hinter uns und haben einiges an Projekten, Maßnahmen und Angeboten umgesetzt. Die übergeordnete strategische Schwerpunktsetzung ist die Bündelung eben dieser vielfältigen Angebote und Maßnahmen zu einem Gesamtkonzept, aber auch wichtig, Gesamtkonzept, der Begriff fiel ja heute, was verfolgen die Hochschulen sozusagen strategisch, das ist auch für das Diversity Management wichtig und eben da versuchen auch ein Gesamtkonzept zu erstellen, die aber auch mit der Verzahnung der weiteren bestehenden Strategien einhergeht, das heißt Strategien im Bereich Internationalisierung, Personalentwicklung und Forschung. Das ist sozusagen eine auch der großen Aufgaben, die im Audit anstehen. Dann eben nochmal dieses fokussierte Handlungsfeld Kommunikation und Partizipation, dort auch nochmal die Sichtbarkeit dieses Bereichs und der Angebote bzw. der Prozesse, die dort laufen, nochmal stärker zu kommunizieren und die interne Durchdringung zu realisieren. Das sind wie gesagt die übergreifenden Ziele. Sie sehen auf der Folie noch die Entwicklungsziele, die wir formuliert haben, die haben wir zu Beginn des Audits eben mit den Mitwirkenden im Audit gemeinsam entwickelt und diese wurden dann im Rahmen des ersten Selbstreports beim Stifterverband eingereicht. Diesen 4 Entwicklungszielen, die Sie auf der Folie sehen, sind dann jeweils Arbeitsgruppen zugeordnet. Das heißt, auf dieser Grundlage wird dann die Arbeit in den Workshops im Audit
ablaufen. Und wir sind, wie gesagt, jetzt in der Umsetzungsphase und haben eine Art Maßnahmenkatalog erstellt. Aktuell sind es eben diese vier Arbeitsgruppen, die zu unterschiedlichen Maßnahmen und den unterschiedlichen Handlungsfeldern die Maßnahmen dann umsetzen. Lassen Sie mich noch kurz auf das zweite Entwicklungsziel eingehen, bei der es konkrete Bezüge zum Bereich Lehre gibt. Und zwar ist eine Maßnahme, da geht es um die Daten, ist die Verbesserung der Datenlage, nämlich zu diversitätsbezogenen Daten. Denn wir haben zwar einige Daten zum Thema Diversität, also natürlich sowas wie Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit, dann hört es aber auch schon auf der Ebene der Kennzahlen. Das heißt, wir können im Moment noch nicht sagen, wie viele Studierende mit Migrationshintergrund oder mit Beeinträchtigungen an der FAU tatsächlich studieren. Und dahingehend soll nochmal überprüft werden, inwiefern man vielleicht in Bezug auf die Zielgruppe der Studierenden hier nochmal Möglichkeiten hat, eventuell weitere Daten, und zwar bei der Immatrikulation, erfassen zu können. Ein weiteres Thema sind flexible Lernformen und auch Optimierung der Beratungsstrukturen an der FAU. So viel zum Diversity Audit. Kommen wir zu dem Bereich Lehre und eben die bisherigen Angebote oder Maßnahmen, die über das Diversity Management gelaufen sind. Die Vielfalt der heutigen Studierenden ist natürlich bei der Organisation und Gestaltung von Studiengängen und Lehrangeboten zu berücksichtigen. Insgesamt nehmen wir eine Vielfalt der Unterschiede, aber auch der Gemeinsamkeiten in den Blick. Ganz wichtig vielleicht an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass die Zugangs- und Verbleibschancen in der Universität sich nicht nur entlang eines sozialen Merkmals, wie zum Beispiel Geschlecht oder Bildungshintergrund, strukturieren, sondern oft verschiedene soziale Merkmale, die soziale ethnische Herkunft, der Familienstatus oder eben gesundheitliche Beeinträchtigung, miteinander gekoppelt sind und häufig eben in dieser Verschränkung auch auftreten und sich auf den Studienverlauf bzw. den Erfolg auswirken können. Entsprechend hat sich die FAU in ihrem Leitbild Lehre und Studium dazu verpflichtet, Studierende im Rahmen von Gender- und diversitätsgerechten Lehr- und Lernangeboten zu fördern, um dadurch eben die Studienerfolge zu sichern. In der Konsequenz bedeutet dies, zusätzlich zu fachwissenschaftlicher Perspektive sind natürlich Kompetenzen im Bereich einer diversitätssensiblen Gestaltung von Lehre und Betreuung notwendig, um Studierende eben auch effektiv in ihren Lernprozessen begleiten und auch fördern zu können. Beginnen möchte ich mit dem Arbeitskreis Gender und Diversity in der Lehre, das vom Büro für Gender und Diversity koordiniert wurde. Dieser Arbeitskreis wurde schon im Sommer 2012 von der Vizepräsidentin Frau Klei, zu der Zeit auch ständig für den Bereich, zuständig für den Bereich Lehre, mit folgendem Auftrag initiiert: einmal eine Sensibilisierung und Fortbildung der Teilnehmenden zu realisieren, die dann als Multiplikatoren und Multiplikatoren in der Hochschuldidaktik und in den Fakultäten bzw. im Qualitätsmanagement der Fakultäten wirken sollen. Zweitens sollte dieser Arbeitskreis auch eine praxisorientierte Empfehlung erarbeiten für Studiengangsverantwortliche und für die Lehrenden. Wer hat alles an diesem Arbeitskreis teilgenommen? Natürlich in erster Linie Lehrende, dann das Zentrum für Lehrer und Lehrerinnenbildung, das Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikation, das FBZL, die Studierendenvertretung, das Qualitätsmanagement der Fakultäten und natürlich das Referat L8, Qualitätsmanagement und Evaluation. Jetzt möchte ich Ihnen kurz in der Übersicht die verschiedenen Maßnahmen, die eben im Rahmen dieses Arbeitskreises der FAU durchgeführt worden sind, einfach nur mal einblenden, dass Sie sehen, was da eigentlich konkret gelaufen ist. Ein aktuelles Angebot sehen Sie ganz unten, das von meiner Kollegin Frau Holland und dem Behindertenbeauftragten für Studierende Jürgen Gündel am 10. Januar angeboten wird. Da geht es
um das Thema Behinderung und chronische Erkrankung. In den Workshops soll es einerseits um rechtliche Rahmenbedingungen zum Studium und gesundheitliche Beeinträchtigungen gehen, also sowas wie Nachteilausgleiche zum Beispiel, und natürlich auch nochmal um Möglichkeiten, wie Lehre insgesamt inklusiver gestaltet werden kann. Weitere Informationen, wie gesagt, können Sie dann auf der Seite des FBZHL sich einholen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wie gesagt, die erste Aufgabe dieses Arbeitskreises lag in der Fortbildung und Sensibilisierung durch die Maßnahmen, die Sie jetzt in der Tabelle gesehen haben. Und der zweite Auftrag war eben die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für Lehrende und Studiengangsverantwortliche. So in diese Publikation zur Förderung einer gender- und diversitätssensiblen Lehr- und Lehrkultur im Mai 2015. Diese Empfehlungen nehmen einerseits die strukturellen Aspekte in den Blick, aber auf der anderen Seite auch die individuellen. Deshalb richten sie sich sowohl eben an Studiengangsverantwortliche zur Gestaltung und Organisation von Lehre und Studium, aber auch eben an die Lehrenden mit praktischen Tipps zur Umsetzung einer diversitätssensiblen Lehre. Das Interdisziplinäre Zentrum für Gender, Diversität und Differenz, wollte ich ja noch mal kurz eingehen. Das ist ein relativ frisch gegründetes Zentrum, nämlich im Januar dieses Jahres gegründet. Lassen Sie mich ganz kurz auf die Arbeit und Aufgabenbereiche eingehen. Ein zentrales Anliegen des Zentrums ist es, die Gender-, Differenz- und diversitätsbezogenen Interessen, Aktivitäten und Expertisen aus den verschiedenen Fachwissenschaften zu bündeln, sowie auch interdisziplinäre Kooperationen einzugehen, neue Felder zu erschließen und diese zu erforschen. So finden Sie zum Beispiel auf der Homepage des Zentrums eine aktuelle Zusammenstellung von allen Forschungsprojekten, die an der FAU laufen, zu den Themen Gender und Diversität. Natürlich auch Veranstaltungen, die das Zentrum durchführt, so zum Beispiel im Sommersemester die Ringvorlesungen mit dem Titel Gender im 21. Jahrhundert, aus interdisziplinärer Perspektive mit Vorträgen auch zu Diversität. Aktuell gibt es eine Tagung, auch die von diesem Zentrum ausgerichtet wird, und zwar nächste Woche, vom 18. bis 20. Oktober zum Thema Diversity Education in a Global Society, organisiert von Herrn Rachko Hine vom Lehrstuhl Diversity Education und natürlich Mitglied des Zentrums. Im Bereich der Lehre, wie gesagt, dieses Zentrum ist noch relativ neu und die Arbeitsfelder sind dabei, sich zu strukturieren. Im Bereich der Lehre gibt es aber jetzt schon auch eine Zusammenstellung von Lehrveranstaltungen zu den Themen Gender und Diversität. Lassen Sie mich jetzt nochmal zu dem letzten und vierten Punkt kommen, zum Thema Chancen und Anforderungen für die Lehre. Mit dem vorhin genannten gesellschaftlichen Wandlungsprozess und der steigenden Diversität der Studierenden gehen natürlich auch veränderte Anforderungen an alle Akteuren und Akteuren in Studium und Lehre einher. Das heißt, Lehre und Studium diversitätsgerechter zu gestalten, geht auch mit einer veränderten Rollenerwartung der Lehrenden einher und erweitert dadurch natürlich auch das Anforderungsprofil. Im Sinne einer diversitätsorientierten Lehre geht es einmal um die Konzentration natürlich auf die Studierenden und ihre Lernprozesse, aber auch auf deren vielfältige Lebenslagen und Hintergründe, Lern- und Leistungsvoraussetzungen. Die aktive Integration der Lernenden in die Lehre bietet die Möglichkeit, auch an deren Vorkenntnissen anzusetzen und somit die unterschiedlichen Bildungsbiografien der Lernenden mit einzubeziehen. Eine Sensibilität der Lehrenden für die verschiedenen Zielgruppen und deren Potenziale, die eben für die Integration von Diversität in Lehre bilden einen natürlich eine Grundlage für einen konstruktiven Umgang mit dieser Vielfalt. Das heißt, eine diversitätssensible Lehre beinhaltet vor allem auch eine Reflexion der Lehrenden über ihre eigene Lehrtätigkeit, Kommunikation und Interaktion. Denn nur so ist es möglich, die Vielfalt der Zielgruppe wahrzunehmen
und sie aktiv und auch konstruktiv in die Lehre mit einzubeziehen. Das heißt, Diversity-Kompetenz, so könnte man es formulieren, im Hochschulkontext umfasst die Fähigkeit, dieser Vielfalt der Studierenden sowie den unterschiedlichen Bedürfnissen, aber auch den Potenzialen gerecht zu werden und damit konstruktiv umzugehen. Die Möglichkeiten reichen dabei von Fortbildungen, Feedbackgesprächen über Lehrevaluationen bis hin zu Coaching-Konzepten, die die Lehrenden dann konkret unterstützen können. Das heißt, diversitätssensible Lehre birgt neben einigen Herausforderungen ebenso natürlich auch Chancen und Potenziale, um die es ja heute auch hier gehen soll. Einige der Chancen sehen Sie auf der Folie, sind nur einige. Das heißt, durch eine diversitätssensible Lehrgestaltung kann die Erreichbarkeit und Partizipation der Studierenden gesteigert werden, also sprich versuchen möglichst alle auch in der Lehre mitzunehmen. Auch hat es positive Auswirkungen natürlich auf die Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrenden und den Studierenden, aber auch unter den Studierenden selbst. Zum Beispiel eben die Steigerung der kooperativen Bereitschaft der Studierenden in Form von divers zusammengesetzten Gruppen, in Arbeitsgruppen zu arbeiten, gemeinsam ein Referat zu erstellen und so weiter. Und nicht zuletzt trägt es natürlich dann auch zur Verbesserung der Zufriedenheit und der Lernmotivation bei. Gesamtperspektivisch gesehen unterstützt eine Diversitätssensibilität natürlich insgesamt auch die Erhöhung der Chancengleichheit und die Teilhabe im Studium. Eine Chance, diese vorhin genannte Reflexion, die ja wichtig ist in der Lehrtätigkeit, zu realisieren bzw. sich hier auch gegenseitig auszutauschen über die verschiedenen Erfahrungswerte, die Sie haben, bietet natürlich die heutige Veranstaltung, gerade mit den praxisorientierten Workshops nach der Kaffeepause. Ich möchte jetzt auch zum Ende meines Beitrags kommen. Ich habe versucht, in diesem kurzen Rahmen Ihnen einen Blick oder einen Überblick vielleicht besser gesagt zu geben über die zentralen Handlungsfelder, Aktivitäten, Maßnahmen des Diversity Managements insgesamt und in Bezug auf Lehre. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen ist und ich möchte auch, wie gesagt, meine Präsentation mit einem kurzen zusammenfassenden Satz dann auch abschließen und Sie dann auch in die Kaffeepause entlassen. Wir haben seit 2012 so einige Projekte und Maßnahmen umsetzen können und werden durch die wertvolle Möglichkeit auch dieses laufenden Audits, denke ich, auch nochmal wichtige kleine und auch größere Schritte gehen können. Sicherlich sind noch viele weitere Herausforderungen, auch im Bereich der Lehre, zu meistern in diesem Bereich. Das heißt, es gibt noch viel zu tun, aber ich denke, dass die FAU auf dem richtigen Wege ist, einer diversitätssensiblen Wissenschafts- und Hochschulkultur zu erreichen. Deshalb vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Anmerkungen und Ihre Fragen. Vielen Dank.